Hallo und herzlich willkommen zum Video zur Strukturausrichtung. Es wird zwei Abschnitte geben, das heißt, in dem ersten Teil gucken wir uns die einzelnen Stationen an, fangen mit den Füßen an. Und im zweiten Teil geht es dann nochmal um die Gesamtansicht, wo wir uns nochmal bestimmte Prinzipien in der Strukturausrichtung vergegenwärtigen. Los geht's also mit den Füßen. In der Grundstellung schaust du, dass du deine Füße direkt unter deine Hüftgelenke stellst und die Fußaußenkanten parallel zueinander ausrichtest. Jetzt geht es für uns darum, die Position in den Füßen zu finden, in der wir das Gewicht optimal in den Fußsohlen verteilen können. Um das herauszufinden, schaukelst du mit deinem Gewicht vor und zurück. Du startest damit, dass du mit dem Gewicht so weit nach vorne gehst, bis du das Gefühl hast, okay, jetzt verlierst du gleich das Gleichgewicht. Und dann gehst du zurück, gehst bis zum hinteren Rand der Fersen, bis du merkst, okay, jetzt ist das Ende erreicht. Dann gehst du wieder nach vorne. Wenn du vorne bist, stellst du fest, dass deine Zehen anfangen, in den Boden zu greifen. Man merkt es dann ganz gut, dass die Muskulatur in den Zehen und im Fußgewölbe sich anspannt, dann bist du auf jeden Fall zu weit vorne. Und wenn du merkst, dass die Fußballen sich schon so ein bisschen lösen, die Zehen fangen schon an so ein bisschen zu zappeln, dann bist du zu weit hinten. Tendenziell versuchst du den Punkt des idealen Gleichgewichts in dem Bereich zu finden. Wir sagen dazu sprudelnde Quelle. Das ist der Bereich hinterm Fußbein, hinterm Fußbein in der Mitte des Fußes, ungefähr in diesem Bereich. Das ist die Stelle, wo du versuchst, das Gewicht in deinen Füßen zu fokussieren. Um ein Gespür dafür zu bekommen, verlagerst du das Gewicht vor und zurück und suchst den Punkt, wo deine Fußmuskulatur die größtmögliche Entspannung hat. Tendenziell hast du etwas mehr Gewicht auf dem vorderen Teil des Fußes. Das erstmal für dich abspeichern. Dann geht es eine Etage weiter nach oben zu den Knien. Wir wollen, dass die Knie durchlässig und entspannt sind und dafür reicht uns aber schon eine ganz, ganz kleine Beugung in den Knien. Du kannst diese Position finden, indem du einmal das Knie komplett durchdrückst bis zum Anschlag. Und dann einfach nur ganz kurz loslässt. Dieses kleine Ausrasten genügt schon. Später kannst du dahin kommen, dass du in den Knien noch tiefer stehst. Aber das ist für den Anfang nicht hilfreich, sondern starte erstmal damit, einfach nur loszulassen in den Knien. Wenn du das in den Knien ausgerichtet hast, lauschst du wieder nach unten in die Füße. Und schaust, dass du wieder im Punkt des idealen Gleichgewichtes, im Punkt der sprudelnden Quelle unten ankommst. Dann geht es eine Etage nach oben zum Ausrichten der Hüftgelenke bzw. zur Ausrichtung vom Becken. Um die Position für dich kennenzulernen, setzt du als erstes die Hände mal so auf den Beckenkamm rechts und links auf und versuchst mal nur das Becken zu bewegen. Die Knie sind dafür leicht gebeugt, so wie wir das eben eingerichtet haben. Und du lotest erstmal die Bewegungsrichtung nach vorne und hinten aus. In dem Moment, wo dein Becken nach vorne kippt, wird der untere Teil vom Rücken lang. Wenn das Becken nach hinten kippt, spürst du, dass du im Bereich der Lendenwirbelsäule eher eine Spannung erzeugst. Und das wollen wir vermeiden. In Tai Chi und Qigong ist für uns wichtig, dass der untere Rücken sich entspannt. Zunächst kannst du erstmal damit arbeiten, dass du dieses nach vorne kippen vom Becken bewusst ansteuerst. Das bedeutet, dass du tendenziell erstmal ein bisschen mehr die Bauchmuskulatur aktivierst. Dann mit der Zeit kommst du dahin, dass dieses Entspannen vom unteren Rücken auch ein Loslassen in der Bauchmuskulatur ist, sodass sowohl Vorder- und Rückseite die gleiche Entspannung haben. Wenn du jetzt das Steißbein sinken lässt und das Becken so ein bisschen nach vorne kippst, gehst du wieder nach unten zu den Knien, schaust, dass die Knie entspannt sind,
Dann gehst du noch eine Etage tiefer und schaust, dass du wieder in deinen Füßen in der sprudelnden Quelle ankommst. Meistens, wenn wir das Becken ausgerichtet haben, ist das Gewicht ein bisschen weiter hinten auf den Fersen gelandet. Das korrigierst du jetzt und gehst ein bisschen weiter nach vorne. Dann kommt die nächste Etage, das Brustbein. Beim Brustbein ist wichtig, dass wir aus der gewohnten Haltung im Alltag versuchen, eine mittlere, entspannte Position zu finden. Es gibt so zwei Typen. Die einen Menschen sind tendenziell ein bisschen mehr eingerollt, wo die Brustwirbelsäule so ein bisschen runder ist. Und die andere Version wäre, dass du mit ein bisschen mehr Spannung im oberen Rücken unterwegs bist und das Brustbein tendenziell schon sehr aufgerichtet ist. Um überhaupt erstmal eine Idee davon zu bekommen, was für eine Bewegungsfreiheit du hier hast, setzt du deine Fingerspitzen aufs Brustbein, lässt den Rücken rund werden und das Brustbein taucht so ein bisschen nach hinten und unten ein. Und dann die Gegenbewegung, du hebst das Brustbein aktiv nach oben Richtung Decke. Bewegung gerne mal so groß machen, wie es geht, einfach nur um zu sehen, was habe ich für eine Bewegungsamplitude. Und du versuchst für dich eine neutrale, entspannte Position in der Mitte zu finden. Das bedeutet, wenn du im Alltag tendenziell eher so ein bisschen nach vorne eingerollt bist, suchst du die entspannte, neutrale Position etwas mehr in der Aufrichtung. Wenn du tendenziell mit ein bisschen mehr Spannung im oberen Rücken unterwegs bist, dann suchst du die neutrale Position eher in der Bewegung des Ausatmens, wenn das Brustbein so ein bisschen nach innen fließt. Wenn du jetzt den Bereich der Brustwirbelsäule ausgerichtet hast, schaust du wieder nach unten aufs Becken, lässt das Steißbein sinken, gehst zu deinen Knien, schaust, dass deine Knie durchlässig sind und dann gehst du nach unten in die Füße und findest wieder den Punkt sprudelnde Quelle und pendelst dich in der Mitte ein. Die letzte Etage ist die Halswirbelsäule. Und um die Ausrichtung der Halswirbelsäule und des Kopfes zu finden, ist für uns als erstes interessant zu wissen, welchen Punkt im Kopf fokussieren wir denn. Der Punkt heißt Bai Hui, befindet sich an der höchsten Stelle des Kopfes und um zu wissen, wo das ist, gibt es zwei Linien, die wir betrachten. Das ist einmal die Linie, die von einem Ohr zum anderen läuft und die zweite Linie ist die, die von der Nasenwurzel über den Schädel nach hinten in den Nacken läuft. Auf dem Kreuzungspunkt dieser beiden Linien befindet sich Bai Hui. Meistens sind wir im Alltag ein bisschen weiter nach vorne eingerollt und um trotzdem gerade ausschauen zu können, heben wir das Kinn. Damit entsteht der Eindruck, dass der höchste Punkt des Kopfes sich an dieser Stelle befindet. Wenn wir jetzt aber die Brustwirbelsäule in eine neutrale Position bringen und den Nacken, sprich die Halswirbelsäule, ausrichten, dann finden wir den höchsten Punkt des Kopfes etwas weiter hinten. Versuch das für dich mal so ein bisschen zu lokalisieren. Du kannst auch gerne mal das Experiment machen, mit einem kleinen Kissen oder mit einem Buch auf dem Kopf dich auszubalancieren. Achte darauf, dass das Kinn ein bisschen zum Körper herangenommen wird und fokussiere immer die Dehnung im Nacken. Wenn du den Kopf aufrichtest, wird der Nacken lang und es entsteht das Gefühl von Weite und Länge im Nacken. Und wenn du diese Ausrichtung gefunden hast, dann schau, wo du den höchsten Punkt vermutest. Und dieser Punkt sollte immer zum Himmel hin aufgerichtet sein.
Dann gehst du wieder Etage für Etage nach unten, schaust, dass das Brustbein entspannt, trotzdem aber aufgerichtet ist. Das Becken sinken lassen, sodass das Steißbein locker nach unten hängt, die Knie entspannt und wieder im Punkt sprudelnde Quelle in den Füßen ankommen. Okay, das ist der erste Teil zur Strukturausrichtung und den zweiten Teil könnt ihr euch gleich anschauen.